Hallo ihr Lieben, viele von euch haben sich sicherlich schon einmal gefragt, wie denn ein typischer Arbeitstag eines Ingenieurs aussieht. Was passiert da so? Was macht er von morgens bis abends? Und deshalb schauen wir heute mal einem Ingenieur über die Schulter. Wir sind auf dem Weg zu Herrn Dr. Jörg Pratschik, der hier bei Vilo SE in Dortmund im Bereich Forschung und Entwicklung arbeitet. Und welche Aufgaben der Elektrotechnik-Ingenieur hier hat und welche Eigenschaften ein echter Forscher haben muss, das wollen wir heute herausfinden. Hier, ne? Absolut, Wahnsinn. Aber ich glaube, jetzt haben wir es gefunden, das Büro von Herrn Dr. Pratschik. Genau. Ich würde gerne mal fragen gleich, wie er denn seinen Arbeitsplatz begonnen hat. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Okay, dann schauen wir mal, wo wir ihn hier finden. Ne? Ja. Da ist er. Wunderbar. Guten Morgen, Herr Dr. Pratschik. Hallo, guten Morgen. Ich hoffe, wir dürfen Sie schon stören. Aber natürlich. Schönen guten Morgen. Hallo. Dankeschön. Danke. Ja, Dr. Pratschik, womit haben Sie denn den Tag heute begonnen? Gab es schon was Spannendes? Ich habe erstmal all meine Mitarbeiter begrüßt und mit dem einen oder anderen schon gesprochen, was heute zu tun ist, was heute ansteht. Ein paar E-Mails gelesen, in meinen Kalender geguckt, was jetzt als nächstes kommt und dann den Tag begonnen. Sie leiten ja ein großes Team. Was ist denn Ihre Hauptaufgabe? Ja, wir bei Vilo verkaufen und stellen her Pumpen. Sowohl aus der Gebäudetechnik, jeder kennt vielleicht die Heizungspumpe, als auch in der Wasserversorgung, Wasserentsorgung. Unsere Produkte erfüllen heute schon diese Anforderungen, die ab dem 01.01.2013 gelten, aber nichtsdestotrotz arbeiten wir weiter an den Verbesserungen dieser Pumpen, an der Nutzung dieser Pumpen, um für den Kunden das Leben einfacher zu machen. Produkte verändern sich. Können Sie das vergleichen mit anderen Produkten, Ihre Pumpen? Diese Gesetzgebung ist ja auch bekannt vielleicht von den Glühbirnen, die jetzt vom Markt genommen werden, stufenweise, die auch ersetzt werden durch neue Technologien, die sehr viel effizienter mit den Energieressourcen auf unserer Welt hier umgehen. Und in ähnlicher Weise ist das auch jetzt in den Pumpen, bei den Pumpen zu sehen. Es ist jetzt kurz vor 10. Wie geht denn jetzt Ihr Tag weiter? Was steht als nächstes an? Um 10 Uhr ist eine Projektbesprechung zu einem Entwicklungsprojekt. Vielleicht kommen Sie einfach mit. Sind herzlich eingeladen. Ja, sehr gerne. Ja, gerne. Danke. Das sieht jetzt mal ganz anders aus als ein Labor, so wie ich mir das vorstelle. So hätte ich mir das auch nicht vorgestellt, nee. Und hier wird dann Entwicklungsarbeit geleistet, ja? Ja, hier überprüfen wir unsere Produkte, ob sie geltende Normen und Standards einhalten, dass wir sie auch dann verkaufen dürfen und sie nicht einen schlechten Einfluss auf andere Geräte, die man im Haushalt hat, haben. Sagen Sie doch mal, Herr Dr. Pratschik, was waren Ihre Motive, Ingenieur zu werden? Ja, die Faszination für die Technik, was man mit wenigen kleinen Teilen anfangen kann. Wie man aus ganz vielen Einzelteilen ein Produkt machen kann, was das Leben der Menschen einfacher macht, wo andere Leute den ganzen Tag mit umgehen. Ich habe Elektrotechnik studiert, hier beschäftigen wir uns mit Elektronik.
mit Software. Das sind die Dinge, die ich schon im Studium spannend fand, auch schon während der Schule. Und so bin ich Elektroingenieur geworden. Ja, dann bedanken wir uns erstmal bei Ihnen, Herr Dr. Pratschik. Ganz herzlichen und Dank. Lassen Sie kurz im Labor alleine, denn wir haben noch eine andere Frage, aber die stellen wir dem Bereichsleiter von Vilo, dem Herrn Dr. Beukenberg. Los. Wir waren jetzt heute den ganzen Tag schon mit einem jungen Ingenieur von Ihnen unterwegs und hätten von Ihnen gern gewusst, wie denn die Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten von jungen Ingenieuren gerade im Bereich der Forschung und Entwicklung hier sind. Ja, Sie wissen ja, wir suchen Ingenieure. Das liegt einmal daran, weil häufig der Bedarf größer ist als das Angebot. Darüber hinaus wächst unser Unternehmen stark, sodass wir gerade auch als sehr stark innovationsgetriebenes Unternehmen ständig Bedarf haben an jungen Ingenieuren, um dann eine vernünftige Struktur zu haben mit in Kombination mit unseren alten und erfahrenen Mitarbeitern. Und wie kommen die jungen Ingenieure zu Ihnen? Das passiert sehr häufig auf die Art und Weise, dass wir ja mit sehr vielen Hochschulen intensiv zusammenarbeiten, bundesweit muss man dabei sagen. Und sehr häufig bieten wir dann Praktika, Studium- und Diplomarbeiten an, um dann die Studenten rechtzeitig für uns zu begeistern. Ja, bitte. Ja. Und wenn man dann einige Jahre bei Ihnen im Betrieb ist, wie sieht das aus mit Aufstiegsmöglichkeiten? Die sind unterschiedlicher Natur. Mhm. Ingenieure haben ja glücklicherweise die Möglichkeiten, praktisch vom Spezialisten bis zum Vorstand quasi alles zu machen. Wir suchen natürlich Führungspersonen für bestimmte Fachgebiete, also zum Beispiel auf der Materialseite oder für konstruktive Bereiche, aber auch im Bereich der Fertigung natürlich. Und darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit zu einer Expertenlaufbahn sozusagen. Das heißt, Menschen, die nicht unbedingt Führungsverantwortung für andere übernehmen wollen, die haben dann die Möglichkeit, als absolut der Spezialist für einen bestimmten Sektor bei uns tätig zu sein. Das ist das, was wir so machen können. Natürlich hängt das ein bisschen davon ab, welche Neigungen der Einzelne mit sich bringt, aber das kann man sehr gut gestalten. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne. Heute haben wir euch einen typischen Arbeitstag im Leben eines Ingenieurs im Bereich Forschung und Entwicklung gezeigt. Aber was ist schon typisch in diesem vielschichtigen Berufsfeld? Typisch für Dr. Pratschik ist jedenfalls die Art, wie er einen Arbeitstag beendet. Mit ein paar Bildern davon verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, Feierabend.